So, friss nice Zauber. Nein, nicht so. So ist doof. Ja, so kannst du ruhig machen. Ey, cool, ich hab's mal geschafft, dich einzufrieren. So. Da ist nur das Untergrundding, wo dem ich. Ach, kommt. Ich habe jetzt 2 goldene Schlüssel. Ich kann jetzt hier speichern und mal kurz in die Schatzkammer reingucken, was da sonst noch so rumliegt. Ja, nachdem wir jetzt die Pyramide und die Wüste gemacht haben, verdienen wir uns mal den Abstecher. Dann will ich noch mal kurz auf den Hamlet gucken. Wie gesagt, weil ich will dort noch mal die Legende von Killhagen lesen. Ob ich da noch einen Hinweis gefunden hatte, irgendwie unbewusst. Ich weiß nämlich echt nicht mehr, wie ich auf das gekommen bin. Und ich muss ihr bringen ein paar Willpower-Tränke brauen dann. So. Licht ist noch an. Dich hatten wir. Du warst die Natur-Vault. Golden-Vault. Du könntest ein goldenes Zepter sein oder so ähnlich. Du bist die Steel-Vault. Und hier haben wir einen Trank und... Das sieht sogar aus wie so ein Willpower-Trank. Dann rentiert es sich erst recht nicht, da aufzumachen. Und ja, ich werde wahrscheinlich eh laden. Nee, das ist kein Willpower. Das ist grün. Das da, so ein Geschicklichkeitstrank. So, Dexterity plus 1. Gut. Noch was zu essen für dich. Glasvault, also Steelvault. Was liegt da Interessantes drin? Cutlass? Shield of the Elements. Evasion 7 und auf alle Elemente ein plus 15. Und Frostbombe. Okay. Und das hier? Akolytenstab. Der ist eigentlich nice, wenn man sich gegen die Elementare zur Wehr setzen will, die Laubelementare. Ah ne, brauche ich beides nicht wirklich. Deswegen lade ich nochmal neu. Dann gehen wir die Vault runter. Oh, muss ich jetzt die beiden Medusen nochmal killen? Das muss ich jetzt gucken. Wenn ich die nämlich nochmal killen muss, ist das jetzt blöd. Gehen wir nochmal die Vault kurz runter. Nicht die Vault, den Hub. Entschuldigung. Gehen wir nochmal kurz in den Hub runter. Aber nee, ich glaube, die habe ich gekillt, bevor ich in den Schrein geguckt habe, oder? Ja, sieht fast danach aus. Gut, dann einmal abwärts bitte, nehmen wir den kürzeren Weg. Oh! Dich gibt es ja auch noch hier. Sag bloß, ich habe dir so viel Schaden gemacht, dass du schon wegläufst. Ja, habe ich. Und hoch. Also ich glaube, in dem Gebiet gibt es keine Fische mehr. Oh, ich weiß, wo es noch Fische gibt. Da wollte ich eh auch noch nachgucken, wenn wir schon in den Hub gehen, wieder auf den Hamlet gehen. Da möchte ich nämlich da das goldene Schloss öffnen.
Hier war die miese Knarrenfalle. Wieso ist es zurzeit hier ruhig? Oder hier ist es doch ruhig. Ja, hier ist es ruhig. Andernief. Ich gucke jetzt gerade mal, wo ich noch so Fragezeichen hier hingepackt habe. Axt werden wir nicht brauchen. Wir haben nämlich schon bessere Waffen. Hier war das. Hier war der Crossbow. Genau, da möchte ich gerne hingucken. Da müssen wir nur da runter und da rum. Hier hatten wir nichts markiert. Hier war auch nichts. Das war der Herderstand. Hier ist die Vault. Und hier ist eh nichts. Da ist nur das Lexikon. Nary, ja. So, nochmal auf uns. Bitte, wo sind wir? Ehrlich, wo sind wir gerade? Ach ja, hier. Gut, das heißt, einmal runter in den Hub. Naja, da können wir nur noch hoffen, dass in den Kristallminen Power Gems sind, 3 Stück. Weil ich habe so das Gefühl, unten in der einen Gruft. Und wir haben die Tür hier noch. Wie auch immer sich die verdammte Tür öffnet. Weil weder in der Pyramide noch sonst wo waren Teleporter, von denen ich hätte ausgehen können, dass sie dahinter führen. Vielleicht in der Kristallmine. Hamlet of Stormreach. Cemetery. Hamlet wollte ich. Aber wenn wir schon hier sind. Ach ja, mir hat jemand in den Kommentaren gesagt, ich kann Sachen hier ablegen. Ja, gut. Das meiste ist aber eh nichts Wertvolles. Ich kann den Stab da zum Beispiel da ablegen. Das sind so Nischen, wo man Sachen ablegen kann. Zepter of Wuling. Willpower plus 4, das ist eigentlich gar nicht mal so unmächtig gewesen. Ja, das Rätsel haben wir auch noch. Das kann ich mal hier noch mit reinpacken. Ist ja immer ein Rätsel. Die Inselkarte bringt uns eigentlich auch nichts mehr. Das haben wir jetzt alles schon abgeklappert. Was war das? Das waren die Box Spirits. Das war die Karte, okay. Nicht. Eiszauber und das war Hamlet. Alles ruhig. Alles ruhig, okay. Hier war die Legende von Klagen. Auf seinem Weg zur Erleuchtung durchquerte Klagen die Insel auf der Suche nach dem vergessenen Schrein. Ein Jahr verging und dann 10. Nach einer sehr langen Zeit hatte alte Kilhang die Natur seines Fehlers verstanden. Das Tor wurde revealed, nicht beim komplexesten Zauber, sondern beim balanciertesten Zauber. Genau da habe ich doch gemutmaßt, dass die Balance-Rune ist das hier. Unterbewusstsein. Mach mich nicht kaputt. Ich habe das alles irgendwie unbewusst aufgenommen. Ich liebe ja solche Rätsel. Wenn ich merke, dass es Rätsel sind. Also ich habe ja ziemlich am Anfang schon gehört, dass es einen versteckten Schrein und so gibt. Und ja, mit der Runentafel kenne ich mich von Grimrock 1 noch ziemlich gut aus. Das hat man ja wahrscheinlich im Herderstand gemerkt. Das ist der Weg nach unten in die Ruins of Desermoon. Also ja, mit der Runentafel komme ich ziemlich gut zurecht eigentlich. Zum Glück. Außer ich bin im Panikmodus natürlich. Also gut. Nehmen wir hier die Abkürzung. Ja genau, hier können wir runterklettern.
Da war, glaube ich, das. Nee, da ist er, war Axis. Hier war der Rattenboss. Ratten sind keine gespawnt. Also ich habe entweder das Gefühl, dass die Respawn-Zeit ziemlich geskriptet ist. Ziemlich geskriptet, ziemlich lang ist. Oder geskriptet. So, hier runter. So, hier. Und hier im geheimen Garten müssten wir auch noch Fische fangen können. Mal sehen, ob es für 5 Stück reicht. Einer, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Leiter hoch, kurz Luft schnappen. So, wir brauchen nämlich noch mehr Essen. So, noch mindestens einen Fisch sollten wir fangen. Ich fange mal alle. Fisch wird ja nicht schlecht und wir brauchen das Essen. Oh, du bist überladen. Gott. Ach, du kannst ja gleich wieder was essen. Du auch. Die Fische halten nämlich nicht lange satt. Und gib ihm auch noch einen Fisch. So. Jetzt hier Schlüssel. Und was auch immer hier liegt. Ich dachte, es war ein Crossbow. Crystal Shield. Das ist sogar noch besser. Heal. Ein Heilzauber mit. Es gibt einen Heilzauber. Okay. Was war das für eine Nachricht? Do not disturb. Okay. Evasion. Ja, den hätte ich ganz toll gebrauchen können in der Pyramide. So. Okay, dann hast du schon mal 2 Teile. Fehlt also nicht mehr viel. Ah, wenn wir schon dabei sind, solange wir hier sind, können wir ja mal kurz. Ich will jedem auf jeden Fall. Ups, das war falsch. Ne, den kannst du aber behalten. Ich will auf jeden Fall jedem von den beiden noch einen Willpower-Trank machen. Dir 2 sogar. Dir 1. Dann will ich. Warst du Dexterity? Ja, du warst Dexterity. Die nimmst du mal bitte. Und dann machst du nochmal ein Dexterity für sie. Sie ist ja die Dex-Kämpferin. Na, du kannst das mal wieder zu ihm geben, dass wir das aussortieren können. Genauso wie die Sachen hier eigentlich. Nur die Sachen behalten wir mal. Ups, falsche Taste. Du kannst hier rein. So. Willpower, Willpower, Willpower. Hast du schon mal 91? Okay, und. Ja, Stärketränke. Für dich. Und für dich. So. Dann reicht das erstmal wieder. Wir haben noch 2 solche Kristalldinger. Okay. Jetzt schnell wieder zurück hier. Okay, das war doch kein Crossbow. Schade eigentlich. Aber ja, wir haben mit dem normalen Crossbow eigentlich schon ziemlich guten Crossbow. So, hier rum. Aber wir haben das Crystal Shield. Und es ist überall wieder dunkel. Ah ja, genau, hier können wir hoch. Und sind wieder hier. Kein Oger mehr oder irgendwas ähnliches, das rumlatscht. Oh. Okay, ich gehe noch mal kurz runter. Ich will noch mal kurz in den Luftschrein gucken. Was da nämlich steht über den versteckten Schrein. Der Luftschrein ist da auf der anderen Seite hoch.